Ein Fahrradhelm muss leicht sein und gleichzeitig den Kopf gut schützen. Doch was hat ein solcher Helm eigentlich mit Spaghetti zu tun? Das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Ein solcher Fahrradhelm besteht aus vielen verschiedenen Kunststoffen. Wir Forschende sprechen dabei von Polymeren. Polymere sind lange Molekülketten, die aus Atomen aufgebaut sind. Es gibt eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten an Atomen, Molekülketten und Verbindungen untereinander. Und jede dieser Kombinationen hat Einfluss auf das Materialverhalten des Polymers. Also ob es zum Beispiel leicht formbar ist oder wie bei einem Fahrradhelm Stöße gut abfangen kann. Mit der Molekulardynamik können wir das Materialverhalten direkt auf der Ebene von Atomen beschreiben. Wie in einem Baukasten können wir so aus den einzelnen Atomen das gesamte Material aufbauen und eine Vielzahl an Kombinationen untersuchen, ohne dass wir das Material tatsächlich herstellen müssen. Die Molekulardynamik kann allerdings nur einen Bruchteil eines realen Systems erfassen. Und deswegen forschen wir daran, wie wir aus dem Verhalten der Atome auf die Eigenschaften des gesamten Materials schließen können. Bei dieser Simulation kennzeichnen die Farben die einzelnen Molekülketten oder die Spaghetti. Wenn wir nun daran ziehen, sehen wir, dass die Molekülketten sich teilweise umordnen, teilweise auch reißen, aber als Ganzes geht das Material nicht kaputt. Somit helfen unsere Simulationen, Polymere immer besser zu machen und so Fahrradhelme zu entwickeln, die immer besser schützen. Doch bis dahin wartet noch viel spannende Forschungsarbeit auf uns. Wenn ihr mithelfen wollt, Polymere noch besser zu machen, dann kommt zu uns an die FAU oder vielleicht mal zum Spaghetti-Essen.